Guten Tag, mein Name ist Clemens Rateitschak. Ich bin ein Mitarbeiter der Mayatronic GmbH und bin dort als Betriebsleiter angestellt. Unter der Marke Autonox 24 produzieren, entwickeln und vertreiben wir Robotermechaniken. Steuerungsunabhängige Robotermechaniken, wie man beispielsweise hier hinter mir in dem Exponat sieht. Wir haben hier eine vierachsige Robotermechanik für eine Nenntraglast von 3 Kilogramm. Und das gesamte Exponat wurde aufgebaut und in Betrieb genommen mit einer KEBA-Steuerung inklusive KEBA-Servomotoren. Wir haben hier die Aufgabenstellung mit 2 Bändern, uns auf die Bänder, die unabhängig voneinander angetrieben werden, aufzusynchronisieren. Das Ganze wird etwas veranschaulicht mit den schwarzen Pins. Wir setzen auf die Pins auf, sehen in diesem Fall möchte ich sagen Greifer, also in der Platte, 2 Löcher, fahren damit über die entsprechenden Pins. Und während wir uns auf das andere Band bewegen, drehen wir die vierte Achse um 180 Grad. Wie gesagt, das gesamte Exponat wurde realisiert mit einer KEBA-Steuerung. Und auch ich als Programmierlaie kann hier eben sagen, aufgrund der ruckfreien und schnellen Bewegungen, dass es hier innerhalb kürzester Zeit gelungen ist, mit der KEBA-Steuerung einen idealen Roboterverfahrlauf zu sehen, die Roboterbewegungen. Wir können einen kurzen Blick noch in den Schaltschrank werfen. Dieser gesamte Schaltschrank steuert das Exponat, wie wir es auf der anderen Seite gerade gesehen haben. Wir haben hier unten die entsprechenden Steuerungskomponenten und ich möchte sagen, einen relativ leeren Schaltschrank und können dennoch derartige schnelle Performance erreichen mit dem Roboter. Und somit kann ich eben auch als Programmierlaie sagen, dass wir hier extreme Performance haben, mit der Steuerung Robotik zu programmieren. Wenn Sie da noch nähere Infos dazu möchten, stehen wir natürlich gerne für Sie bereit. Auch auf der Homepage autonox24.de können Sie gerne auch das Kontaktformular ausfüllen und uns damit erreichen. Dankeschön.